Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Ja, bin schon dran. Da mal ein bisschen zu schlachten. Wie man hier sieht, ist da gar nichts mehr, ne? Das Auto ist fertig. Ja. Ja, drin ist auch schon ordentlich weniger. Es nähert sich der Haufen. Das Faltdach ist übrigens sagenhaft gut im Zustand. Ja, das fliegt raus, definitiv. Die Leisten hier kann man auch mal gebrauchen. Heckklappe bleibt drin. Die Rückleuchten gehen garantiert raus. Die sind ja nicht unbedingt selten, aber sie sind beliebt, ne? Ja. Reifen sind alle vier durch. Hutablage kann man auch mal gebrauchen. Gibt ja genug Leute, die können ja kaputt kriegen. Ja, die Innenausstattung geht auch komplett raus. Ja, also von dem Auto wird nicht viel übrig bleiben. Lenkrad ist unwichtig. Der Airbag und der Schleifring allerdings nicht. So, gleich Batterie raus. Frontlichter sind noch im relativ guten Zustand. Finde ich schon mal gut. Ja. Ja, Motor. Sollte auch ziemlich schnell draußen sein. Kotflügel können wir wegignorieren. Ja, die sind tot. Beide angerostet bzw. durch. Motorhaube ist okay. Die geht raus. Das Dach nehme ich komplett raus. Ja, ich denke, es geht relativ schnell. Die Spiegel sind okay. Beide. Manuell, aber mein Gott. Ne? Gut, wollen wir mal gucken. Was wir auch noch gucken werden, ist, wie sieht das mit dem Rost hier eigentlich wirklich aus, beziehungsweise wo ist die Ursache? Das kann man ganz gut rausfinden. Ist gar nicht so schwierig, aber dazu gleich mehr. Gerade gesehen hat, jetzt das Stück Seitenteil rausgenommen. Jetzt sehen wir auch die Ursache von Rost. Das sind mal wieder die Abläufe unten drunter. Das Material selber ist gar nicht so schlimm, aber man sieht es wirklich. Ja. Der Innenradlauf geht eigentlich noch bis auf hier unten, da ist er auch schon weg. Ja. Feuchtigkeit. Es ist einfach Feuchtigkeit. Unten am Schweller sind eigentlich Abläufe, ne, auf der Unterseite. Und wenn die zu sind, läuft der Schweller voll, kann nicht mehr gelüftet werden und ist tot. Ja. Das wirst du auch nicht mehr so schnell aufhalten. Ne? Also lieber vorher, bevor so etwas passiert, ordentlich Wachs da reinhauen. Fett ist völlig irrelevant. Hauptsache, ihr packt da irgendwas rein. Ja, ansonsten ist Schicht im Schacht. So wie hier. Das ist im Falle eines Unfalls, ist das nicht mehr zu beherrschen. Ich würde auch eine Reparatur ablehnen. Würde ich nicht mehr machen. Irgendwann ist es vorbei. In dem Fall
ist hier schon vorbei. Schon lange. Na, deswegen geht er über den Jordan und nicht mehr auf die Straße. Ich muss meine Meinung ein wenig revidieren. Wir haben ja wieder mal Fusch. Das da unten, beziehungsweise dieses ganze Seitenteil, was hier drin ist, ist neu. Der hatte mal einen Unfall. Die B-Säule ist gestaucht. Das ist das Außenblech, ne, das wir gerade rausgetrennt haben. Und hier ist ein Aufprall auf der B-Säule. Der ist mal zusammengefuscht worden. Farbnebel. Sagenhaft, ne? Ja. Schicke Sache. Habe ich den Zahnriemen gleich mal angeguckt. Sieht ganz gut aus. Natürlich kommt der neu. Ja, klar. Der kommt selbstverständlich neu, wenn der Motor draußen ist. Ganz in Ruhe. Ne? Wie gesagt, er läuft ja einwandfrei. Die meisten Sachen habe ich hier schon runtergenommen. Luftfilterkiste bzw. Ansaugkiste. Luftfilterkiste ist hier unten drin. Ja. Das sind die Motorböcke, die scheinen auch etwas neuer zu sein als bei mir. Der nicht. Ja, aber um der Frage nochmal nachzukommen, warum der Motor so schief ist. Ich habe keine Ahnung, das ist konstruktionsbedingt. Die sind alle schief. Im Polo sind die schief, im Lupo sind die schief, die sind immer schief. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ist halt so. Ja. Die meisten Leitungen sind runter. Hier noch die Kühlmittelleitung runter. Aber erstmal lasse ich jetzt das Öl ab. Dann kommt er gleich draußen auf die Seite. Öl natürlich erst ablassen, damit das Zeug nicht rausläuft. Ne? Ich halte ihn eigentlich für relativ dicht. Aber wir wollen ja kein Risiko eingehen. Gut. Dann muss ich die Antriebswellen unten losmachen. Ja, und dann hat sich das. Antriebswellen nehme ich auch raus, die sind gut. Ich habe rechts rum, links rum jeweils stark beschleunigt. Klackert nichts, klappert nichts. Gut. Ergo werden die auch welche weggelegt. Das Fahrwerk selber ist durch. Ne? Eiert in alle Richtungen. Also braucht man da nichts aufheben. Ich gucke mir noch die Bremsen an. Bremssättel, ne? Bremsscheiben werde ich jetzt bestimmt nicht aufbewahren, dafür sind die Dinger zu billig. Aber die Bremssättel kann man immer mal gebrauchen. Also er bremst ja vernünftig. Ja. Hinten hat er Trommelbremsen, das macht also auch keinen Sinn. Da habe ich eh schon neue draufgepackt. Kostet auch nur ein Apfel und ein Ei. Nee, aber die Bremssättel vorne kann man sich mal weglegen, genauso wie die Bremssattelträger. Gut. Müssen wir auch noch die Bremsflüssigkeit absaugen, entsorgen. Ja, der kommt auf den Motorständer, der wird ganz in Ruhe wird der aufgearbeitet. Ne? Also, da ist, wir haben noch eine Lichtmaschine jetzt dazu gekriegt, logischerweise. Noch eine Servopumpe. Der hätte echt mal ein paar Wochen früher kommen können. Ja, nee, hat ja geklappt. Mit der anderen. Ja. Nö, ist für ein weiteres langes Leben. Naja, weiteres langes Leben ist gut. 475.000 hat er eh schon runter oder mehr. Und, also der andere, ne? Der hier nicht. Der hat 390 runter. Sagenhafterweise 90.000 Kilometer oder knapp 90.000 Kilometer weniger als der andere. Ja. Also wie gesagt, Laufleistung heißt gar nichts. Pflege und Wartung, das ist es. Gut. Dann mache ich mal ohne euch mal eben kurz das Öl raus. Das ist jetzt nun wirklich nicht interessant. Und dann sehen wir uns gleich draußen wieder.
Ja. Ein bisschen hochkant gestellt, damit man ein bisschen besser dran kommt. Ja, hier sieht man den Schaden noch mal etwas deutlicher. Ja. Der Schweller wäre auf jeden Fall fällig gewesen. Innenschweller scheint auch komplett weggefressen zu sein. Hier geht die nächste Geschichte los. Vorne der Träger ist auch fertig. Also das geht dann schon Richtung Unfallsicherheit. Also wie gesagt, ich würde an dem Auto nichts mehr machen. Ne? Also so einen Auftrag lehne ich dann auch ab. Also irgendwann ist auch vorbei. Federn sind noch gut. Scheinen relativ neu zu sein. Und nicht gebrochen. Ja. Gut. Ja, Motor und Getriebe raus, klar. Aber deshalb haben wir jetzt also zur Seite gestellt. Wir müssen erst die Antriebswellen hier lösen, rechts und links. Bei VW Gott sei Dank geschraubt und nicht gesteckt, so läuft dann wesentlich kein Öl raus. Hier sieht man dann auch das Fahrwerk, ist auch fertig. Ne? Also hier wird kein Auto geschlachtet, was nicht noch irgendwo zu retten wäre. Der ist nicht mehr zu retten. Ja. Auspuffanlage mit Katalysator werde ich natürlich rausschmeißen, klar. Ja. Das ist immer so eine Sache, die man gebrauchen kann. Dann die Hinterachse ist auch komplett in den Fritten. Ja. Also hier geht es dann Richtung Fahrsicherheit und dann machen wir dann auch nichts mehr dran. Ne? Gut. Ja, Endtopf ist auch tot. Ich glaube, den kann ich abschneiden, den Auspuff. Also hinterm Cut kann ich den abschneiden und das war es dann für ihn. Ja, Vorderachsträger ist auch fertig. Ne? Wie gesagt, 250 Euro, mir ging es um den Motor. Ne? Für den Motor bezahlst du im Grunde genommen so 400-500 Euro. Das Getriebe noch mal so 200. Also lohnt sich sowas. Und wie man sieht, ist so ein Ding in einem Tag geschlachtet. Die sind sehr gut. Die fliegen auch auf jeden Fall raus, die Antriebswellen. Scheinen sehr gut zu sein. Ich habe auch, wie gesagt, eingelenkt, Vollgas gegeben, kein Problem. Die Stoßdämpfer sind zwar von Sachs, aber auch schon wieder tot, ne? Ja, dann haben wir den Kraftstoffkühler, da überlege ich noch, ob ich den rausnehme. Ich arbeite nämlich sehr ungern unter so einem gekippten Auto. Ich glaube, ich kippe den ganz auf die Seite, deswegen habe ich eigentlich die Türen auch rausgenommen. Ja, rauslaufen kann nichts mehr, ist alles abgelassen. Ja, schauen wir mal. Ne? Anlasser ist komplett tot und in den Fritten, wie man hier sieht, ist der auch, ne, der ist durch. Wollen wir uns nicht mehr unterhalten. Ja, die Getriebe sind eigentlich relativ leicht zu reparieren. Hier hinter ist direkt der fünfte Gang, der so gerne kaputt geht. Der wird von hier außen getauscht. Ja, naja, wie gesagt, da müssen wir uns nicht mehr drum unterhalten. Der ist tot. Ne? Der Wagen. Der Motor, wie gesagt, ihr habt den ja gesehen. Zieht einwandfrei, läuft super. Steuergerät werde ich mit rausnehmen. Zündschloss. Etc. etc. Ne? Auch hier die Ventile. Ist für die Ansteuerung, ne? Turbolader etc. N75 oder N95? N75 war das, glaube ich. Ja, aber erstmal darf es jetzt erstmal aufhören zu regnen. Es regnet, wie man vielleicht sieht. Und zwar in Strömen gerade. Ich würde nur gerne fertig werden. Schaltseile. Ja, auch mal neu gekommen, sieht man. Ja, ich schmeiße den am besten komplett auf die Seite. Dann kann ich das in Ruhe ausbauen alles. Ja. Der Motor muss sowieso gereinigt werden, also von daher ist das alles nicht so wahnsinnig aufregend. Aufregend war allerdings, ich habe noch einen Kühlmittelflansch gefunden. Lag neu im Auto. Ein neuer Kühlmittelflansch und ein neuer Temperatursensor. Also technisch, wie gesagt, ist sich um das Auto gekümmert worden, aber wenn du so einen Wurm da drin hast mit einer schlechten Reparatur, da kannst du machen, was du willst, ne? Das rostet dir so weg. Ne, das ist schon mal gut. Besser haben als kaufen müssen, ne? Ach ja, Post war auch da. Ladeluftkühler, der 63er, also der dicke, für den 270er. Nochmal danke für die Angebote für einen Ladeluftkühler, ne? Super, perfekt. Würde ich gerne machen. A, ich kann keine gebrauchten bzw. von
hört sich jetzt blöd an, unsicheren Quellen Ersatzteile verbauen, ne? Ja, hört sich bescheuert an, ich weiß. Aber wenn der jetzt kaputt ist, beziehungsweise irgendeinen Schaden an dem Motor verursacht, sage ich dem Hersteller immer, was ist denn da mitgebracht? Und dann geht der direkt, der Schaden wird direkt über die abgewickelt, ne? Ist blöd, ja, ich weiß. So, Geschenke sind auch angekommen. Vielen, vielen Dank an Frank. Eine Einstelluhr für meine Dieselpumpe am Land Rover. Ein Spannarm für die Zahnriemenspannrolle beim TDI. Ein günstiger, aber sehr wertig aussehender Drehmomentschlüssel, der bis 25 Newtonmeter geht. Und einmal Ausbeulhammer mit entsprechenden Ambossenden. Ambossen, wie ist die Mehrzahl von Amboss? Ambosse, egal. Auf jeden Fall ein Ausbeulwerkzeug. Perfekt, kann man immer gebrauchen. Vielen Dank, Frank. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, grundsätzlich, wie gesagt, ist keine Pflicht, ne? Ich will auch nicht rumnerven oder sowas in der Richtung. Ich mache das auch nicht gerne. Lasst ein Abo da, ein Like da und wenn ihr per PayPal eine Spende rüber schicken wollt, also mittlerweile, das mit der Wunschliste hat nicht funktioniert, ne? Die Sachen sind nie angekommen. Schickt mir einfach was per PayPal oder sowas in der Richtung. Ich kaufe dann Werkzeug davon, ne? Ich werd mich damit bestimmt nicht totsaufen, weil ich trinke keinen Alkohol. Und wie gesagt, wenn ihr das machen möchtet, gerne, ne? Hilft. Hilft in jedem Fall. Zur Not hilft es euch. Kann ich mir dieses Gerät auch kaufen? Wie funktioniert dieses Gerät? Ich mache gerne eine Anleitung. Gerne auch eine Nachricht dabei schreiben, für welches Werkzeug und was ihr gerne sehen möchtet. Ne? Also wie gesagt, kein Ding. Und nochmal vielen Dank, Frank, für die tollen Geschenke. Das ist echt nett. So, und jetzt bewegen wir uns am Teilehaufen vom Lupo vorbei. Alles weg. Türen liegen da draußen. Die sind makellos. Ne? Beide. Auch nichts abgeschnitten. Das hasse ich nämlich selber wie die Pest. Ich schneide keine Stecker ab. Die kannst du so wieder einbauen, hier einstöpseln, dann geht alles wieder. Ach so, nochmal so zum Thema, was ich damals bei den Autodoktoren gesagt habe. Ne? Jetzt rechnet mal den ganzen Scheiß weg, den ich hier sonst noch geschlachtet habe, was ihr gesehen habt. So, ich muss im Grunde genommen nur noch unten die Antriebswellen lösen. Hier oben, das sind die Motorlager. Auf der Seite auch. Und dann ist der Motor draußen. Es ist kein Witz, du wechselst diesen Motor innerhalb von 1,5 Stunden. Wo die damals den Seat Arosa für tot erklärt haben. Ja, mein Gott, dann kauft ihr für 100 Euro einen kaputten, durchgerosteten, wo der Motor läuft und packt den neuen Motor da rein. Dienst am Kunden? Fragezeichen. Oh, das hasse ich auch wie die Pest, wenn Leute Fragezeichen sagen. Jetzt habe ich selbst gemacht. Okay, bis später mal, wenn es aufgehört hat zu regnen. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so free. So, dann will ich mal heute langsam mal zum Schluss kommen. Ich bin mich total durchgenässt. Ich muss langsam unter die Dusche. Ich muss mir nicht unbedingt was einfangen. Der Motor, eine Schraube noch unten, Drehmomentstütze. Dann ist er draußen mit Getriebe. Antriebswellen fliegen gleich noch raus. Und dann war es das für ihn.
Das nächste Auto steht nämlich schon in Lauerstellung. Friederikes Golf. Muss auch mal wieder, ja, auch mal wieder überholt werden. Kriegt einen neuen Cut. Ja, Zündaussetzer. Cut kaputt. Ja. Ja, die, ja, wie ihr seht, das ist ein simpelster Baukasten. Ne? Das ist harmlos, den Motor da rauszunehmen. Und wenn er draußen ist, dann kommt hier erstmal neuer Zahnriemen drauf und ganz in Ruhe mit neuer Wasserpumpe, der Kühlmittelflansch mit Thermostat und so weiter. Ich mache den richtig schön fertig, sauber, und dann kommt er weg. Dann wird er weggestellt. Ne? Falls der Lupo mal die Grätsche machen sollte mit seinem Motor, wir sind ja insgesamt 500.000 Kilometer, macht zwar noch keine Anstalten, das zu machen, aber ne, haben wir Motor und Getriebe da. Ne? Das ist gut. Antriebswellen haben wir auch da, die nicht klackern. Ja, die Sitze sind jetzt nass, ist aber auch völlig irrelevant. Ich wollte die sowieso, bevor ich die Einlager sauber machen, also dann werden sie eh nochmal nass. Ja, das ist also harmlos. Ne? Also wie gesagt, die Innenausstattung ist top. Ne? Ja. Ne, also hier ist eigentlich nichts mehr drin. Der Getränkehalter fliegt noch raus mit dem Ablagefach. Zusammen mit dem Handschuhfach. Das ist ein Teil, wie man hier sieht. Das ist alles verbunden. Ne? Ja. Der ganze Kram ist auch draußen. Also ihr wisst, ihr seht ja, das ist ein Baukastenauto. Ne? Das ist in Rekordzeit ist das Ding auseinander. Deswegen, wie gesagt, wenn euch eine Werkstatt sagt, so von wegen, das kostet alles alle Millionen Euro, mindestens. Ja. Träum weiter. Ist eins der simpelsten Autos mit moderner Ausrichtung, die es gibt. Ne? Ja. Da unten ist jetzt noch die Drehmomentstütze hinter dem Auspuff. Ja, ziemlich in der Mitte vom Bild jetzt. Die mache ich noch los. Die Seilzüge von der Schaltung schneide ich ab. Ich baue die jetzt hier nicht raus. Da musst du alles unten drunter wegreißen. Das nervt. Da habe ich keinen Bock drauf. Mal abgesehen davon, wenn ich Seilzüge wechsle, dann baue ich da neue ein. Garantiert keine gebrauchten. So kann man sich dann die Schaltfehler immer wieder suchen. Mit umbauen. Hier sieht man, da ist normalerweise der Klimakompressor. Na, also kann ich das Ding da auch ganz problemlos wieder einbauen. Ja. Die Motorlager scheinen so ein bisschen besser zu sein als meine. Aber so richtig gut auch nicht mehr. Nee. Ja, das sind alles so Sachen, da bereite ich komplett vor. Ne? Und wenn der andere Motor so ein bisschen Probleme macht, sofort raus, mit der hier mit Getriebe rein. Ne, kannst du direkt weiterfahren nach einem Tag und dann ist alles gut. Ja. Ja, ist ein sehr einfaches Auto, um das instand zu halten. Ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich komme für heute mal zum Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War ja doch ein bisschen viel Sequenz mit Schnelldurchlauf drin. Aber wenn ich euch das jetzt alles erklärt hätte, dann wären wir hier bei 2 Stunden oder sowas in der Richtung. Also ein komplettes Zerlegen des Fahrzeugs mit Faltdach, mit allem drum und dran, könnt ihr ungefähr rechnen, 5 Stunden. Dann ist der Motor draußen, dann ist alles draußen. Ja? Wenn man nicht filmt, ne? Ich muss ja ständig die Kamera umstellen und sowas, alles in der Richtung. Wenn man jetzt wirklich nur konsequent durcharbeitet, schafft man es in 4-5 Stunden, ist der Wagen zerlegt, mehr oder weniger. Ja, Hinterachse ausbauen kann ich mir klemmen. Normalerweise nehme ich die ganz gerne für Anhängerprojekte, aber die ist durchgerostet. Vorderachsträger auch, also von daher kann man den Blödsinn drin lassen. Wie gesagt, die Bremssättel fliegen noch raus, die lege ich mir weg. Die werden schön in die Tüte eingepackt mit Fett. Ja, bei nächster Gelegenheit mache ich die mal ordentlich sauber und dann hat man die auch noch in Reserve. Ja, Reserve ist alles. Muss nicht immer alles neu machen. Es gibt Überholsätze für die Dinger, die kosten 12 oder 13 Euro oder so in der Richtung. Deswegen ist das alles eigentlich richtig gut in Ordnung. Ja, hier ist auch mal ein neuer Spanner drauf gekommen. Immerhin. Bei mir musste ich ihn wechseln. Ja, sowieso. Ne? Das sind alles Sachen, die ich dann auch mit neu mache. Hier muss sowieso ein anderer Keilriemen drauf, wegen dem Klimakompressor. Für den anderen.
Ja, und diese ganzen Sachen hier mache ich ganz in Ruhe sauber. Ja. Der kommt auf den Motorständer. Das Getriebe lege ich weg. Da kommt erstmal neues Öl rein. Dann ist das mit frischer Ölfüllung, kann das ganz in Ruhe da liegen. Kein Problem. Gut. Alles klar. Dann einen sanften Start in die Woche und bis zum nächsten Video.